Hi und herzlich willkommen bei einem neuen Interview von Functional Basics. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und falls du dieses Interview in meinem Podcast Functional Basics hörst oder auf meinem YouTube-Kanal Functional Basics siehst, fühle dich herzlich willkommen. In dieser Episode interviewe ich Ben Grümer zu dem Thema Natürlich bewegen und leben im 21. Jahrhundert, ohne in die Höhle zurück zu müssen. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer der Bewegung Gesundheit ist für alle da und von Functional Basics. Deine Basis für natürliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und mehr Lebensqualität in deinem Leben. Wir schauen in den Interviews über den Tellerrand deiner Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung und geben dir Tools, Erfahrungen und Impulse an die Hand, um noch mehr deine Basis für Gesundheit, Vitalität und Happiness zu kreieren. In dieser Episode sprechen wir über das Thema Bewegung und wie du mehr Bewegung, natürliche Bewegung, in deinen Alltag integrieren kannst. Ben ist unter anderem Sportwissenschaftler der Sporthochschule Köln. Er ist Barfuß- und Natural Movement Coach. Er hat viele Jahre im Vivo Barefoot Store in Köln Kurse und Workshops gegeben, unterstützt Emanuel Bohländer bei der Barefoot Academy in Düsseldorf. Ben hat MoveNut-Lizenzen gemacht. MoveNut, über dieses Thema habe ich mit Bernd Reicheneder schon mal im Podcast gesprochen, findest du entsprechend in meinem Podcast. Und natürlich ist Ben auch der Gründer von Bear Movement. Wenn du mehr über die Arbeit von Ben erfahren möchtest, schau direkt in die Videobox und in die Shownotes. Dort verlinke ich dir weitere Impulse, Artikel und Möglichkeiten, Ben zu kontaktieren. Auf meiner Homepage www.functional-basics.de/ben-grümer, Grümer mit UE, findest du weitere Artikel und Impulse rund um das Thema gesunde, schmerzfreie Bewegung, Barfußlaufen und vieles, vieles mehr. Möchtest du mehr über Gesundheit, natürliche Bewegung, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung und wie du deine Basis kreierst erfahren, dann schau gern weiter auf meiner Homepage www.functional-basics.de. Dort hast du Zugriff auf meinen kostenfreien Blog, auf meinen Podcast, auf meinen YouTube-Kanal, auf mein Coaching-Angebot, aber auch auf meine E-Books, Online-Programme, Kurse und Termine, Events, Seminare. Möchtest du deine Basis für natürliche Gesundheit, mehr Bewusstsein, besseren Schlaf, bessere Verdauung, Persönlichkeitsentwicklung kreieren? Schau gern weiter auf meiner Homepage, weil dort findest du auch meinen Functional Basics Guide. Das ist im deutschsprachigen Raum die Plattform, wo genau diese Themen für mehr Lebensqualität, Freude am Leben und Gesundheit zusammenfließen. Dort findest du alle Interviews, die noch nicht veröffentlicht wurden, sodass du, wenn ich ein Interview führe, direkt Zugang zum Wissen und der Erfahrung der Experten hast. Dort findest du auch meine Online-Programme, viele, viele Videos und Vorträge rund um die verschiedensten Facetten, die deine Gesundheit und Lebensqualität ausmachen. Dort sind Fachbereiche wie Klinik, Psycho- und Neurologie, Frauen- und Männergesundheit. Dort findest du die funktionelle Medizin, das systemische Coaching, die NLP und Biohacking und viele, viele Themen findest du im Functional Basics Guide wieder. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dieses Interview mit Ben, dann teile diesen gern im Social Media und verlinke meinen Account Functional Basics zum Beispiel bei Instagram und nutze meinen Hashtag Gesundheit ist für alle da. Bewerte meinen Podcast bei iTunes und wenn du Fragen an meine Interviewgäste hast, dann hast du diese Möglichkeit immer im Vorfeld in meinem Facebook-Gruppen-Account Functional Basics. Beziehungsweise auf meinem Instagram-Account functional.basics stelle ich dir meine Interviewgäste immer wieder in meiner Story im Vorfeld vor und dort hast du die Gelegenheit, Fragen zu stellen. Weil diese Fragen beantworten wir dir immer wieder in den Interviews. Und auch das machen wir genau in dieser Folge auch. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Interview mit Ben. Natürlich bewegen und leben im 21. Jahrhundert, ohne in die Höhle zurück zu müssen. Viel Spaß, dein Carsten.
Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, artgerechte Gesundheit, mehr Lebensqualität, Happiness und Performance in deinem Leben. Gehe mit mir, Carsten Wölfling, Coach und Speaker, Gründer von Functional Basics und dem Health Meeting, dem Biotop für mehr Vitalität auf den Grund und schau mit über den Tellerrand der Gesundheit. Warum? Gesundheit ist für alle da. Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Heute geht es um das Thema Bewegung. Natürlich bewegen und leben im 21. Jahrhundert, ohne in die Höhle zurück zu müssen. Und dazu habe ich mir Ben Grümeingern. Grüß dich, Ben. Grüß dich. Moin. Hi, Kas. Die Verbindung steht nach Köln. Köln. Ja. Cool. Wir haben gerade im Vorgespräch festgestellt, wir haben uns 2015 wahrscheinlich das letzte Mal gesehen. Ich glaube schon, ja. Das war im Vivo Store in Köln. So ein Vortrag, glaube ich. Vortrag. Bevor wir auf das Thema natürliche Bewegung, wie integriert man Bewegung im Alltag und was hat das vielleicht mit, ich sag mal, häuslichem zu tun und Bewegungsarmut, für was der ein oder andere heute ja sich ins Fitnessstudio einkauft und da 2 Stunden in der Woche einen Kurs macht. Stell dich doch einmal bitte den Zuschauern und Zuhörern vor. Ich habe dich im Intro ein bisschen vorgestellt. Du bist Sportwissenschaftler an der Sporthochschule. Du hast MoveNut 1 und 2 gemacht. Für die, die MoveNut noch nicht kennen, wird Bernd. Bei Bernd habe ich meine MoveNut-Ausbildung damals, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, wo das war. Aber habe ich einen Podcast drüber. Ben wird auch nochmal über MoveNut sprechen. Und du bist der Gründer von Bear Movement. Korrekt, genau. Aber gib dem doch mal ein bisschen zusätzliche Infos. Ja. Ein bisschen Nährstoffe. Sehr gut. Ja, ich habe die Welt des Sportes und auch Sport und Leistung in meinem Studium kennengelernt. Ich habe sehr früh als Tennistrainer gearbeitet bei mir im Verein in der Heimat. Boah, ich glaube mit 15 oder so habe ich gestartet. Und habe da Kindern, Erwachsenen einfach eben diesen schönen Sport beigebracht. Und das hat mir immer ganz gut gelegen, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Menschen was zu vermitteln. Eben die Freude an Bewegung, die Freude an Sport, egal ob es jetzt ein Schläger und eine kleine gelbe Filzkugel beinhaltete. Und dachte mir, komm, das passt, da baue ich meine berufliche Zukunft drauf auf. Und habe mir dann im Studium, das nehme ich immer gerne als Aufhänger, weil es auch sehr, sehr viel begründet mit dem, was ich mich mittlerweile beschäftige oder wie ich mich mittlerweile bewege, lebe und so weiter. Ich habe mir im Studium 2-mal beziehungsweise 3-mal das Kreuzband gerissen, alles am linken Knie. Und das war natürlich ein extrinsischer Motivator, der mich aber ja, so bewegen hat lassen, wie ich es heutzutage tue oder auch denken lassen. Wäre diese Verletzung oder diese mehrfache Verletzung nicht passiert, weiß ich nicht, ob ich mich mittlerweile mit diesen schönen Themen, mit denen wir uns beschäftigen würde. Also vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Und genau, 2017 habe ich das Studium beendet, habe in der Zeit schon hier in Köln im Vivo Barefoot Flagship Store gearbeitet, also habe Schuhe verkauft, weil auch Schuhe immer so ein Lieblingsthema von mir waren. Wollte immer die schönen Schuhe haben mit dem Logo, was bei dir auch auf der Brust ist und ganz vielen coolen Trainingsschuhe. Und diese Thematik eben Bewegung, menschliche Bewegung, natürliche Bewegung und Schuhe passte bis zu Tag X sozusagen zusammen. Tag X war der Tag, an dem ich in einem normalen Laufschuhladen gearbeitet habe und keinen dieser Schuhe mehr verkaufen konnte, weil ich einfach merkte, okay, krass, wie der Mensch sich in den Schuhen bewegt und was die Marke der Schuhe damals noch, es waren große Laufschuhe, amerikanischer Laufschuhhersteller auch, und das passt irgendwie nicht zusammen. Und das macht es meiner Meinung nach noch schlimmer. Das waren so auch wieder Motivatoren, Faktoren, die mich sehr beeinflussten, dann diese Welt von natürlichem Laufen, Natural Running, Minimalschuhen damals noch genannt oder heute auch oft genannt, plötzlich darüber nachzudenken und zu verstehen, okay, krass, das macht viel mehr Sinn. Auf allen Ebenen, biomechanisch, vom Fühlen her, von dem, was wir Menschen in der Theorie könnten. Und ja, das hat mich dann letztendlich in diese Barfuß-Schuh-Welt gebracht und in der ich jetzt 5 Jahre im Verkauf auch gearbeitet habe, aber eben auch von vornherein Barfuß-Kurse mitgemacht habe,
in Düsseldorf in der Barefoot Academy, da mich weitergebildet habe, dort Barfußcoach geworden bin und seit, ich glaube, 2016, 2017 dort auch mittlerweile arbeite, auch an diesem Thema natürliche Bewegung und Barfuß. Ja, und dann kam mir irgendwann, okay, ich habe Bock, meiner Bewegung, meinem Konzept sozusagen Namen zu geben. Und dann kam Bare Movement raus. Bare ist für mich natürlich Barefoot, ein Wort, was jeder kennt. Aber Bare ist für mich immer eine sehr, sehr schöne Bezeichnung. Bare hat ziemlich, klar, wenn man es recherchiert, dann heißt es oft auch nackt. Aber darum geht es mir, außer bei den nackten Füßen, nicht wirklich. Es geht mir eher um dieses Rohe, um diese rohe Bewegung, um diese Form, diese reine Form an Bewegung. Weniger Tools, mehr rohe, ja, Bewegung, die eben für uns gemacht ist. Aus einem evolutionären Grund, aus einem biomechanischen Grund, anatomischen Grund. Und das ist in Kombination mit dem, worüber wir sicherlich gleich sprechen werden, mit diesem natürlichen Lifestyle. Ich will nicht in die Höhle zurück. Ne? Das, du hast da, wo du wohnst, auch gerade keinen Steinwand hinter dir. Du hast auch eine vier moderne Wände um dich herum. Und das funktioniert alles meiner Meinung nach. Man muss nur so ein paar Rädchen beeinflussen. Mhm. Dieses Bär, das ist, was du sagst, eine nackte Bewegung, ist vielleicht gar nicht, das ist vielleicht für den Zuschauer, Zuhörer ein bisschen abstrus. Ja. Aber was benötigt es denn in deiner Welt, in deinen Augen für natürliche Bewegung? Nicht viel. Nicht viel? Überhaupt nicht viel. Das heißt, wie sieht das aus? Also ich gehe dann raus in die Natur, hänge mich an einen Baum? Ja, zum Beispiel, genau. Ich habe, oder du hast ja auch ein Klettergerüst im Haus hängen. Ich habe im Flur auch zwei Balken, sieben sind es, glaube ich, sieben Alumi- oder Edelstahlstangen querhängen. Also man kann sich den Baum auch in die Wohnung holen, aber man muss es gar nicht tun. Überall gibt es Bäume mit einer schönen waagerechten Aststruktur, wo man sich dranhängen kann. Das heißt, dieses mega natürliche, komplexe Muster, wir strecken den Arm über Kopf und hängen einfach mal das, was wir früher eben ein bisschen öfters gemacht haben, das ist auch kostenlos. Ne? Überall kann man sich an Bäume hängen. Es gibt mittlerweile wunderschöne Klettergerüste. Wenn da gerade keine Kinder dran spielen, kann man sich da auch dran hängen. Es ist nicht zwingend verboten. Manchmal steht aber dran, ne? Manchmal steht dran, nicht älter als 14 Jahre. Genau. Könnte auseinanderfallen. Ich glaube, das bezieht sich eher auf den Menschen, der sich daran hängt. Ne? Da steht nicht, das Klettergerüst fällt auseinander, sondern sie könnten auseinanderfallen. Wahrscheinlich, ja. Genau, wenn man es dran steht, ich muss auch damit keinen anderen irgendwie beeinflussen. Also wo es passt, kann man es machen. Es gibt Bushaltestellen, die sind auf einer Höhe, da kann man sich schön dranhängen. Überall gibt es Möglichkeiten. Es fängt an, das wieder, das zu machen. Ich nehme mal die Kamera runter. Das, was ich hier gerade am Boden mache, auch absolut kostenlos. Das heißt, man hat überall einen Boden, einen schönen Teppich, wo man sich draufsetzen kann, wo man eben die Gravitation, die Physik wieder auf den Körper wirken lassen kann. Und das sind alles Dinge, die kosten nicht wirklich was. Klar, Barfußschuh kostet, aber normaler Schuh kostet auch. Das wieder ein funktionales, natürliches Schuhwerk wieder zuzulegen, kostet auch nicht mehr als ein Sneaker, wenn nicht sogar heutzutage noch günstiger als ein Sneaker. Das sind einfach Dinge, klar, ich nutze auch gerne Tools. Ich bin auch ein kleiner Fan von Geräten, von Werkzeugen, die man nutzen kann. Eher für den therapeutischen Aspekt, also eher wieder, um eine gewisse Struktur wieder ein bisschen zu pimpen oder zu aufzupeppen. Dafür sind Tools hervorragend, aber die Natur und auch die heutige Natur, das heutige Umfeld, bietet alles, was man für natürliche Bewegung braucht. Das könnte natürlich jetzt für den einen oder anderen Fragezeichen entstehen und sagen, okay, guckt sich gerade in der Wohnung um, da sieht man vielleicht eine Schrankwand, da sieht man vielleicht eine Couch, und ein Stühle, einen Esstisch, je nachdem, wo man vielleicht ist. Und wie hast du denn dein Umfeld so gestaltet? Weil für die Zuschauer, ne, auch ihr seht bei Ben, da im Hintergrund ist eine Couch. Da ist, links stehen vielleicht ein paar Blumen. Oder was sind das? Federn? Das Pampasgras. Getrocknetes Pampasgras. Und wie integrierst du denn jetzt mehr Bewegung in den Alltag? Weil es kommt ja oftmals, als Sportwissenschaftler kommt man ja schnell mal mit so einem Ratschlag, laufen Sie die Treppen statt die Rolltreppen. Da stehst du im Einkaufszentrum, guckst dich um und müsstest eigentlich irgendwie die Rettungswege missbrauchen, damit du überhaupt eine Treppe findest. Ja. Wie integrierst du mehr Bewegung in den Alltag? Es gibt ja den schlauen Spruch, your environment shapes you, oder deine Umgebung formt dich. Wir bleiben bei Deutsch, glaube ich. Ne? Deine Bewegung formt dich. Das Wenn du es übersetzt. Deine Umgebung formt dich. Das heißt, der erste Weg dahin, das zu integrieren, ist
bewusst mal sein Umfeld zu analysieren. Von wegen, okay, habe ich ein paar Quadratmeter frei oder habe ich alles zugestellt? Also gibt es für mich, ist die Hürde einfach, mich auf den Boden zu setzen? Habe ich hier ein paar Quadratmeter, wo ich mich mal einfach nur niederlassen kann? Oder steht da eine Vase, ein Bild oder was auch immer? Das heißt, man kann sein Umfeld in dem Kontext Bodenbewegungen erstmal schon ein bisschen beeinflussen. Dann, wie gesagt, das Hängen. Klar, ich habe es mir in die Wohnung geholt. Das heißt, ich brauche nicht großartig drüber nachzudenken. Ich gehe durch den Flur, sehe da oben die Stangen wieder und gehe einmal kurz dran für 10, 20 Sekunden. Das dann nicht einmal am Tag, sondern eben vielleicht 5, 6, 7 Mal. Das heißt, dann brauche ich auch gar nicht mehr wie der klassische Sport- oder Trainingswissenschaftler zu denken, okay, 3, 4 Sätze, 12 Wiederholungen. Das ist sowieso was ja, wo ich nichts mit anfangen kann. Also klar, Sportwissenschaft. Das ist Sportwissenschaft, genau. Und da muss man aus einer ganz, ganz natürlichen, einfachen, simplen Sache etwas sehr Komplexes machen, womit die meisten Menschen gar nicht viel anfangen oder mit was anfangen können. Klar, wenn ich ein gewisses Trainingsziel habe, Marathon dann und dann, Training, Wettkampf dann und dann, natürlich muss ich da eine gewisse Strukturierung, Periodisierung oder Sonstiges haben. Absolut. Aber wenn man mal unser Vorbild sozusagen nimmt, also was heißt Vorbild, aber unser Vorfahre, nicht zwingend Vorbild, einfach mal Vorfahre. Er hat sich moderat viel bewegt und er hat sich extrem auch bewegt, aber eher seltener. Und dann kommt es auch wieder zu diesem Bewegungsmuster. Ich liebe es, einen Berg hoch zu sprinten, aber auch nicht jeden Tag 7 Mal, sondern einmal die Woche vielleicht 2 Mal oder 2 Mal die Woche. Und dann muss man das eben ganz entspannt wieder periodisieren, ganz entspannt wieder betrachten. Wie man es dann wieder, zurückzukommen zu der eigentlichen Frage, wie man es dann wieder integriert, es sich möglichst leicht machen. Ich finde es immer, es ist viel entspannter. Okay, da liegt die Yogamatte, um es mal ganz plakativ zu machen. Okay, da liegt die Yogamatte. Ich rolle die nicht ein und stelle sie in die Ecke, sondern ich lasse sie einfach mal liegen. Einfach mal lass das Sportzeug einfach in der Gegend rumliegen. Zum Beispiel. So, dass man nicht drüber stolpert, aber dass man einfach sagt, okay, da liegt die Matte, gehe ich mal eben runter. Checke ich meine Mails vielleicht nicht am Schreibtisch, sondern gehe ich mal eben kurz runter, setze mich in irgendeine Position, die angenehm ist. Ich habe auch das Sofa gerade im Rücken, ne, einfach, dass ich jetzt ein bisschen entspannter mich dran lehnen kann. Ist für die Zeit einfach gerade vielleicht ein bisschen relaxter. Es gibt die Regel, beziehungsweise nicht die Regel, aber eine kleine Vorgabe, an die wir uns hier halten, meine Freundin und ich, dass wir in der Woche so selten wie es geht auf die Couch gehen, am Wochenende gerne, abends einen Film gucken, ist super entspannt oder was auch immer, aber sonst in der Woche sitzen wir vorm Sofa. Ja, und das kostet natürlich gewisse Zeit zum Adaptieren, aber mittlerweile ist es eine Routine, eine normale Sache. Es ist schön, dass du das auch mit den Themen Routinen ins Spiel bringst. Auch das Klettergerüst, auch das, weil du sagtest, na, lass nicht im Weg liegen. Ich bin der Meinung, lass es mal im Weg liegen. Wenn du drüber stolperst, weißt du zumindest, wie gut deine Reaktionsfähigkeit ist. Auch wieder wahr. Irgendwo wieder mal zu stolpern. Weil es wird ein Moment kommen im höheren Alter, ne, Sturzprophylaxe. Ich habe viele Jahre Sturzprophylaxe im Reha-Sport gegeben. Eigentlich hätte ich die Patienten so begrüßen müssen, die kommen die Tür rein und direkt so einen Schubs von der Seite oder das Bein stellen. Weil das ist Sturzprophylaxe. Adäquat reagieren. Manche haben dann halt eher Sturzprophylaxe, wenn es zu spät ist. Da müssen sie aus einem Liegen mal in den Stütz kommen. Du hast gesagt, die Yogamatte nicht zusammenrollen. Jetzt hat der eine oder andere vielleicht eine Yogamatte währenddessen aufgerollt. Was ich sehr häufig sehe, ist, ihnen fällt da nichts ein. Ihnen fällt nicht ein, was soll ich denn jetzt auf der Yogamatte machen? Da mache ich mir erstmal ein YouTube-Video an oder ein anderes Video und da ist er schon mal eine Stunde weg. Die richtige Musik, die richtige Leggings, das richtige Licht, das Räucherstäbchen, was auch immer, alles angemacht wird. Und wie werde ich denn da wieder kreativ mit Bewegung? Nehmen wir auch wieder, nicht unsere Vorfahren so, aber ein Kind, ein kleines Kind, was einfach bei jedem Grashalm, welches das Kind anfassen möchte, geht es runter in die tiefe Hocke. Das heißt, es nimmt seinen Körperschwerpunkt und beugt sich nicht nach vorne runter, sondern geht einfach runter in die Hocke. Das heißt, tiefe Hocke wäre die Paradedisziplin, um runter auf den Boden zu kommen. Wenn ich mit Leuten, die selten auf dem Boden bin, erstmal behutsam mache, ist natürlich, du meinst Sturzprophylaxe, viele stützen sich auf ihre Handgelenke ab und das hat es aber 20 Jahre nicht mehr gemacht. Das heißt,
ein gewisses Warm-up, einen gewissen therapeutischen Ansatz würde ich dann fürs Handgelenk machen. Das heißt, erstmal so ein bisschen mobilisieren, ganz entspannt wieder es mit Gewicht, mit deinem eigenen Körpergewicht belasten. Und dann so kleine Spiele, einfach 360-Grad-Umdrehung. Ne? Du bist nach vorne ausgerichtet, du willst jetzt irgendwie einmal dich um deine eigene Achse drehen. Und davon eben vielleicht, ne, das ist immer wieder bei Wiederholung, vielleicht 10 Wiederholungen rechts rum, 10 Wiederholungen links rum. Und dann sind die meisten schon klatschnass geschwitzt und lernen selbstständig ihre eigene Bewegungsweite oder ihre eigene Bewegungsgrenze kennen. Dann geht es auch, womit Mufen hat ja sehr viel arbeitet, Unterstützungsflechte. Erstmal eine große Unterstützungsfläche. Das heißt, ich nehme beide Hände, beide Füße, habe 4 Punkte plus noch meinen Hintern auf dem Boden. Also sehr viel Kontaktfläche auf dem Boden. Und dann spielerisch immer eine Kontaktfläche reduzieren. Dann mal vielleicht nur eine Hand nehmen. Dann mal vielleicht gar keine Hand nehmen. Der Profi nimmt dann irgendwie ein Gewicht noch in die Hand oder über Kopf. Ne, und so einfach mit ganz simplen methodischen Dingen sich wieder da fordern. Das ist ganz, ganz entspannt. Ja, ja. Ich frage da tatsächlich auch immer, weil du sagst, ne, Kinder sind ein schönes Vorbild. Ja, und komm gleich auf die Hocke zu sprechen. Ich sage immer, frage immer die Leute, ey, wann habt ihr denn aufgehört, Kind zu sein? Gut. Ja. Ben, wann hast du aufgehört, Kind zu sein? Noch nicht. Noch nicht. Aber bei Männern ist es ja ziemlich einfach, die werden 6 und wachsen bloß. Aber ich habe mal bei einer Seminarteilnehmerin, die hat mir gesagt, als sie das erste Mal eine Steuererklärung ausgefüllt hat, da wusste sie, es ist kein Kind mehr. Also einmal Konditionierung, okay, ich darf jetzt nicht mehr aufs Klettergerüst, ich darf nicht mehr spielen. Lass uns mal auf die Hocke zu sprechen kommen. Warum ist denn die Hocke eins der natürlichen Bewegungen oder Ruhepositionen? Warum ist das günstig für den Körper? Und wo siehst du da die Hürden? Warum, abgesehen von Stühlen und Co., warum kommt Homo sapiens der Neuzeit nicht mehr in die Hocke? Warum die Hocke so cool ist, nicht nur, weil es Kinder machen und weil man es auf vielen Naturdokus oder Naturfilmen eben von Indigenen oder in afrikanischen Völkern noch sieht, sondern weil es, und damit kommt man ja vielleicht eher zu so einem mechanischen, also die Ingenieure oder die Männer kommen vielleicht damit ein bisschen besser klar, ein Gelenk, nehmen wir das Knie, ja, das Knie ist sehr, sehr simpel von seiner Struktur. Es kann sich ein bisschen rotieren, aber es kann sich primär nur beugen und strecken. Es ist von seiner Fähigkeit, diese beiden Dinge aber zu tun, abhängig davon, wie oft ich beide Grenzen, also maximale Grenzen, wirklich einnehme. Das heißt, mal komplett in die Streckung komme oder eben auch komplett mal in die Beugung. Bei der tiefen Hocke haben wir komplette Beugung. Das heißt, Wade liegt auf Oberschenkel sozusagen komplett auf. Das heißt, das Knie ist ganz, ganz spitz angewinkelt. Können die meisten Menschen leider heutzutage nicht mehr. Das Knie kann es nicht mehr, es hat es oft verlernt. Und es ist so wichtig, weil es genau das Gegenteil ist vom aufrechten Gehen zum Beispiel. Das heißt, der aufrechte Stand oder das Gehen, auch da haben wir eine Kniebeugung und eine Streckung definitiv. Aber wenn man jetzt aufrecht steht, ist das Knie schön Vollgas gestreckt. Und die Hocke finde ich einfach nur deswegen so passend zu natürlicher Bewegung, weil es biomechanisch genau das Gegenteil ist. Das heißt, Hüfte, Knie, Sprunggelenk, die drei elementarsten Gelenke dabei, sind komplett geschlossen. Und dann haben wir Gelenksnährstoffe einfach, wir haben wieder eine benutzte Struktur. Wenn wir jetzt vorstellen, wir sind auf einem Stuhl, haben wir ja nur so 90-Grad-Winkel meist. Sprunggelenk, Knie, Hüfte ist Pi mal Daumen, 90 Grad gebeugt. Das ist fürs Gelenk, Thema Nährstoffe, Thema Benutzung, Thema Abnutzung, relativ langweilig. Und wenn wir dann heute wieder einen erwachsenen Menschen mal in die Hocke gehen lassen, sieht man sofort, dass der Mensch sich eher an diese 90 Grad moderaten und langweiligen Winkel angepasst hat, als an diese Spitzen, die ein Kind noch ohne Probleme kann, ein Naturmensch auch ohne Probleme, ein Bodyweightlifter oder ein Gewichtheber auch noch ohne Probleme, weil das jeden Tag macht. Ja. Was man sehr sieht, also klar, du hast es eben schon gesprochen oder auch mit dem Stuhl, das ist ein kompletter Gegner, so ein bisschen von der Hocke, auch wenn man das moderat betrachten muss. Für mich ist der Schuh, ich habe jetzt leider keinen hier, hätte einen Schuh besser mal. Ich habe keinen Schuh da, aber ich könnte einen einblenden. Für die, die das Video sehen, ich blende einen Schuh ein. Sehr gut, ja. Dann nehmen wir einen Schuh, genau. Und der Schuh, der klassische Schuh, ist hinten höher als vorne. Das heißt, die Ferse steht meist so ein Zentimeter, roundabout ein Zentimeter, manchmal sogar 15, 16, 17, 18 Millimeter höher
als dein Vorfuß, als deine Zehen oder als deine Grundgelenke. Und dann ist es auch kein Wunder, dass das Sprunggelenk eben nicht mehr so gut schließen kann, weil es eben immer in einem sehr stumpfen Winkel steht, Tag für Tag. Und dann machen wir so ein Klassiker, man kommt abends nach Hause, zieht die Schuhe aus und kommt direkt auch wieder in irgendeine Hauslatsche rein, die dann meist auch noch eine Sprengung, einen Absatz hat. Das heißt, unser Sprunggelenk kennt es sehr selten nur noch wirklich mal diesen natürlichen Winkel, geschweige denn einen spitzeren Winkel zu haben. Ja, und dann ist der Schuh wirklich für mich ein ganz, ganz naher Faktor oder eine potenzielle Ursache eben für diese ja, nicht mehr vorhandene Beweglichkeit im Sprunggelenk. Jetzt lasse ich die Schuhe aus. Also manche tragen ja keine Hausschuhe und sind vielleicht auch minimalistisch oder gehen auch mal barfuß draußen durch die Gegend, wenn sie sich sicher fühlen. Aber dennoch ist die Sprunggelenkbeweglichkeit ja dann nicht gleich sofort da. Woran liegt das? Adaption ist ein spannendes Thema. Manche Menschen adaptieren, passen sich sehr schnell an. Viele ziehen die Schuhe aus, machen ein paar Übungen. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die haben sofort umgestellt vom normalen Schuhwerk auf Barfußschuhwerk und viel Barfuß, ohne jemals eine Übung zu machen. Und dann frage ich mich auch, okay, krass, es scheint ja auch zu funktionieren, auch wenn ich ein großer Fan von Übungen bin. Aber viele Menschen adaptieren sehr schnell, sind sehr anpassungsfähig, sehr flexibel in ihrer Anpassung. Und manche Menschen sind sehr, sehr verhärtet, kann man sagen, von der Struktur. Also passen sich nicht so schnell an. Sehnen, Bänder, Knochen, Muskeln, die brauchen viel, viel Zeit und viel, viel Übungen, viel, viel Motivation, um eben sich an diese neue Gegebenheit, sprich die 18 mm Sprengung sind vielleicht weg oder man hockt mehr, man muss sich an einem Türrahmen festhalten, um eben hinten nicht runterzukippen. Das heißt, jeder Mensch ist anders und jeder Mensch schnappt diese neue Umgebung eben anders auf. Und der eine braucht mehr Übung, der andere weniger. Da gibt es keine Parade-Wiederholungsanzahl für alle Menschen. Also das Beste kriegt man ja dann, oder man kriegt es am besten raus, wenn man es macht. Also auch das, was Ben euch jetzt erzählt, was ihr vielleicht Impulse bekommt, wenn ihr ins Tun kommt, dann merkt ihr recht schnell, seid ihr schnell adaptionsfähig oder nicht. Ich erinnere mich auch noch im Vivo Store hier in Leipzig, mal eine Kundin gehabt zu haben, die wollte wandern gehen und war dann auf diesen Barfußschuh-Trichter gekommen. Da habe ich noch gesagt, nehmen Sie sich bitte ein paar normale Ihrer Wanderschuhe mit, damit Sie wechseln können. Es kann sein, dass es unangenehm wird. Die hat gesagt, nö, ich bin eh nicht so viel unterwegs. Die kam nach 2 Wochen wieder, hat die Schuhe mitgebracht und gesagt, das sind total kack Schuhe, hat sie gemeint. Ich hatte nach 2 Tagen so einen Muskelkater in der Wade und in meinem Fuß, ich musste die Reise abbrechen. Ich sagte, ja, was habe ich Ihnen denn gesagt? Also wenn du mit so einem total degenerierten Fuß oder Körper damit startest, dein Körper hat sich ja auch dem normalen Muster angepasst. 90 Grad auf dem Stuhl sitzen, dein Gehirn denkt, oh cool, das ist also eine neue Bewegungsform. Habe ich neu entdeckt und abgespeichert. Cool, nehm mal. Wir passen uns super schnell an. Das ist schön, dass du das sagst. Ja. Die Situation hatte ich auch oft, ja. Aber hinterher... Wie bist du dann mit den Leuten umgegangen? Also was hast du denen gesagt? Ja, so ein klar, ich hab meist nur dann gegrinst, weil diesen Spruch, das gerade gesagt, habe ich es ihnen doch gesagt. Das haben die sich dann selbst gedacht oder sind sie selbst drauf gekommen. Und das fand ich immer nachhaltiger. Das hat viel besser im Kopf Klick gemacht, als wenn ich dann auch gesagt habe, ne, sehen Sie, hab ich doch gesagt. Sondern und dann muss man eben ganz schauen, was für ein Typ Mensch ist da vor einem. Ist da einer, der sagt, ja, oder der ermutigt werden möchte, um es nochmal zu probieren? Ist da jemand, der gebremst werden möchte? Da hatte ich auch einen ganz spannenden Kunden einmal, der ein YouTube-Video, ich weiß leider nicht mehr welches oder von wem, ein YouTube-Video gesehen hat. In diesem wurden Barfußschuhe sehr, sehr positiv dargestellt. Und dann kam der Kunde rein und sagte, hey, ich habe vor 10 Minuten ein Video geguckt, ich muss unbedingt Barfußschuhe haben. Und ich dachte, ja, cool. Hast du dich denn da schon mal drüber informiert? Also hast du eine Meinung darüber gebildet? Nö, aber der hat doch gesagt, Barfußschuhe sind gesund. Und da gehen Rückenschmerzen, Knieschmerzen, da geht alles von weg. Und dann war meine Aufgabe definitiv die, um den
sehr oft übermotivierten Menschen erstmal wieder auf den Boden der Tatsachen runterzuholen und zu sagen, hey, ein Barfußschuh kann auch gefährlich sein, der kann auch Rückenschmerzen, Knieschmerzen provozieren. Und dann fiel die Kinnlade halt bei den meisten Menschen erstmal runter und sagte, hey, aber Sie arbeiten doch hier, Sie müssen das doch positiv darstellen. Ich sage, nein, muss ich gar nicht. Meine Fähigkeit oder meine Funktion ist, Ihnen dieses Produkt gesund und nachhaltig zu verkaufen und eben nicht, dass Sie in 2 Wochen wiederkommen und zu sagen, hey, da stand nirgendwo auf dem Kassenzettel, dass ich kein Marathon laufen sollte. Ja. Also es war eher so, okay, den Menschen wieder an die Hand nehmen und die mal ganz klipp und klar sagen, dass er mit diesem Barfußschuh eine Struktur benutzt, die eben die 20 Jahre vorher kaum bis gar nicht benutzt worden sind. Aber es gab ja auch Leute, die am Marathon gelaufen sind und dann gemerkt haben, okay, Mittelfußbruch und Plantarfasziitis, Faszie an der Fußsohle abgerissen, Fersensporn, was nicht alles da unten sich mal einholen kann. Wie hast du mit dem Barfußlaufen gestartet? Mit einem Minimalschuh, also mit einem Natural Running Schuh, der eine 4 mm Absatz hatte, 4 mm Sprengung. Und bin ich ja ein bisschen stolz auf mich, dass ich das damals so wirklich moderat gemacht habe, weil ich glaube oder ich weiß, weil ich mit einem Barfußschuh auch relativ früh ins Laufen gegangen bin, den habe ich dann immer so zwischendurch angehabt, mit dem habe ich es mir einmal auch verscherzt und bin da eine 14-Kilometer-Runde gelaufen und ich war damals, bin das auch heute nicht so der 14-Kilometer-Typ, eher der, weiß nicht, 3- bis 8-Kilometer-Typ. Und bin dann direkt 14 Kilometer mit diesem Barfußschuh gelaufen und habe seitdem, seit 2 Jahre, 3 Jahre danach, und ich merke ihn immer noch so ein bisschen, Probleme im Grundzehengelenk vom linken Fuß gehabt. Also hatte ich vorher nie, durch diesen einen Lauf, habe ich meinen linken Fuß so gereizt, dass er einfach wirklich gar nicht zufrieden war mit der Situation. Das heißt, ich bin primär mit diesem Natural Running Schuh gelaufen, das über ein Jahr, 1,5 Jahre. Habe wirklich meine Bänder, Sprunggelenke, Achillessehne, hintere Kette, Wadenstruktur sehr, sehr oft überreizt bei der Umstellung, weil das einfach plötzlich eine ganz andere Länge da hinten hat. Und neben diesem einen Lauf, neben diesem 14-Kilometer-Lauf, habe ich eigentlich eine ganz gute, moderate Umstellung getätigt. Aber klar, jeder, der so ein bisschen sportlich denkt, der will sich ja selbst auch gerne schon mal kennenlernen. Und für mich war das sehr lehrreich, deswegen auch wieder, es passt irgendwie so ins Gesamtbild, sich einmal einen richtig großen Muskelkater, sich eine Reizung holen, möchte ich heute vermeiden, möchte ich keinem beibringen, kann aber auch lehrreich sein. Zumindest die Grenzen mal ausloten. Jetzt weißt du zumindest, okay, also 13 Kilometer sind vielleicht in Ordnung, 14 Kilometer. Oftmals passiert sowas ja dann auch bei einem normalen Läufer, der merkt, nach 10 Kilometer tut's Knie weh. Ja, verdammt, ich muss die ganze Strecke wieder zurück. Zum Beispiel, ja, genau. Größter Tipp für Barfußlaufanfänger, laufen eine Runde um den Block, lauf zu Hause von der Haustür um den Park oder ums Haus herum oder um den Block, wie gesagt, durch die Stadt. Viel, viel sicherer als direkt in die Natur raus und nicht mehr wissen, wie man zurückkommt. Ja. Oder vielleicht eine Laufrunde, diese 400-Meter-Runden auf dem Sportplatz. Genau. Da kann man das gut abmessen. Ja. Du hast gerade gesagt, auch Bewegungsmuster zu kreieren und zu nutzen. Was für Bewegungsmuster kennt denn der Mensch? Was steckt denn so in uns drin? Auf den Boden runterkommen ist schon mal das eine. Ich glaube, ich bin echt davon überzeugt, jeder kommt runter. Stimmt. Nur das Hochkommen ist so ein Thema. Richtig. Und was für Bewegungsmuster stecken denn in uns drin? Was vielleicht da, um den Zuschauern und Zuhörern ein paar Impulse zu geben, für was sie ihren Körper nutzen können? Ja. Wo fangen wir an? Ne? Fangen wir bei den Grundfähigkeiten an, die auch im Kontext Barfuß, Barfußschuh sehr, sehr häufig sind. Stehen würde ich auch als alleiniges Bewegungsmuster mal nutzen oder auch mal auch so erklären, dass es im Stehen eigentlich anfängt. Ne? Man sagt ja, man soll noch nicht direkt laufen. Ja, viele sollten aber vielleicht auch noch nicht gehen. Das heißt, fangen wir bei der Basis an. Erstmal auf seinen 2 Füßen komplett neutral, austariert, ausbalanciert stehen. Das ist auch eine Kunst für sich schon fast. Klassiker, der Mensch, der aus dem normalen Schuh kommt, dann barfuß auf eine Barfußmessplatte oder eine Druckmessplatte kommt, steht meist 80-70% komplett hinten auf der Ferse drauf. Um einfach gar nicht mal zu wissen, okay, krass, ich stehe komplett nur auf meinem hinteren Fuß, ich habe meinen Vorfuß gar nicht auf dieser Standbewegungskarte sozusagen. Also erstmal zu schauen, okay, du hast 5 Zehen, die sind eben nicht nur für Pediküre da, sondern eben auch, die haben einen biomechanischen Grund. Und das halt auch im Stehen. Wenn wir das abgeschlossen haben, ganz behutsam gehen,
Danach kommt Laufen, danach kommt noch eine Gangart, das ist das Sprinten. Für die meisten Menschen erstmal noch nicht zu machen, da gehört schon eine gewisse Umstellung dazu. Jegliche Form von natürlicher Bewegung, das ist alles, was man im Wald draußen machen kann. Also jeder ist schon mal vielleicht einen Spaziergang durch den Wald gegangen. Verlasst mal den Weg und geht mal querfeldein. Was müsst ihr alles machen? Ihr müsst vielleicht mal über einen kleinen Bach springen. Ihr müsst balancieren. Ihr müsst fähig sein, auf einem Bein eine gewisse Zeit zu verbringen und dann die Untergründe vielleicht mal auszuspielen und spielerisch kennenzulernen. Das heißt, alles, was so mit einem Bein zu tun hat, auch erstmal langsam, also methodisch einfach erstmal langsame Bewegungen, dann kommt irgendwann die leichte Dynamik rein. Die nächste Form wäre eben das Springen oder wenn man über diesen Bach springt. Dann nehmen wir das Holz oben drüber, den Baum oben drüber. Man kann sich erstmal festhalten, man kann drücken, man kann ziehen, man kann klettern, man kann sich hochziehen, man kann sich wegdrücken. Alles, was mit diesen Push-Pull-Funktionen zu tun hat, die in uns drinstecken. Wasser haben wir im Bach, im Fluss. Was passiert, wenn wir mit dem Fuß den Boden des Grundes verlassen? Wir müssen schwimmen, wir müssen tauchen wieder lernen. Das sind Dinge, die eben auch zu einer natürlichen Benutzung des Körpers dazugehören. Auch mal ins Wasser springen. Und viele haben, das merke ich auch immer wieder, auch viele Männer, eine sehr große Antipathie gegen Wasser. Also wir sind nicht gemacht fürs Wasser, definitiv nicht, aber es tut uns alles sehr gut. Und das schafft wieder Bewegungsmuster, die uns auch im Gang oder auf festem Boden auf der Erde wieder helfen. Ich stelle mal eine steile Hypothese auf bezüglich, warum die Leute nicht gerne ins Wasser gehen. Sie müssten sich nackt ausziehen. Ich glaube, viele gehen nicht ins Wasser, weil sie irgendwie konditioniert denken, sie müssten eine bestimmte Optik haben, um ins Wasser zu gehen. Ja. Ich brauche noch meine Bikini-Figur 2030 oder meine Badehose passt irgendwie farblich nicht zu meinem Nagellack, was auch immer. Und dann gehen die nicht ins Wasser. Dann denke ich, würde jetzt ein Hochwasser kommen? Wir leben ja in einem sehr sicheren Land, da ist jetzt nicht so viel Hochwasser. Aber es gibt vielleicht Momente, da musst du ins Wasser, da musst du in irgendeiner Form schwimmen. Das wird vielleicht nicht Bestzeit, das wird nicht der schönste Freistil oder Brustzug werden, aber du musst dich fortbewegen im Wasser. Ja. Ja. Also auch MoveNut hatte ich damals so ein bisschen rausgenommen. Das ist so ein bisschen dieses Worst Case, wenn es mal ein kleines Erdbeben gibt und da ist eine kleine Felsspalte, dass ich da drüber hüpfen kann. Oder wenn ich dazwischen hänge, mal einen Dip machen kann, mich über eine Drückposition hochbewege. Ja. Ja, das genau. Das finde ich auch ein sehr, sehr, sehr schöner Leitfaden. Ne? Be strong to be useful. Beziehungsweise auch wieder, um deutsch zu bleiben. Georges Hébert, einer der Urväter von der natürlichen Bewegung, der Méthode Naturelle, sagte damals schon, sei stark, um hilfreich zu sein, nutzvoll, um hilfreich zu sein, ist die Übersetzung. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Motivation, ein sehr, sehr schönes Warum. Warum müssen wir, warum sollten wir, warum macht es Sinn zu trainieren? Ja, den Worst Case, den Ernstfall eben fit zu sein und fähig zu sein, sich selbst und seine Umgebung, seine Mitmenschen, seine lieben Menschen zu retten oder geschweige denn auch ihnen irgendwie zu helfen. Und wenn es nur eben einmal übers Flussufer zu schwimmen, um da was rüberzuholen oder keine Ahnung, sich irgendeine Situation vorzustellen. Also einfach um für den Fall der Fälle, und der kann jeden Tag kommen, einfach bereit zu sein. Ja. Also Hilfe einmal zur Selbsthilfe. Ne? Wie gut kann ich mit meinem Körper umgehen, wenn ich mal falle, stürze? Ja. Und angenommen, deine Partnerin oder der Partner, ein Bekannter, eine Freund, Familienmitglied, eine Oma, eine Opa stürzt, dann habe ich die Wahl, entweder ich steige drüber, mache ich einen Ausfallschritt, der sollte zumindest irgendwie fähig sein, oder drüber springen, nicht draufspringen, drüber springen, die Person irgendwie wegziehen. Ja. Vielleicht sogar in irgendeiner Form anheben und mal ein Stück beiseite schaffen, damit nicht irgendwie drüber gefahren wird oder irgendwas anderes. Also auch Hilfe zur Fremdhilfe. Und ich hatte das tatsächlich gestern, war ich in Jena und da ist einer mit dem Auto liegen geblieben. So schnell konnte ich gar nicht gucken, sind drei Teammitglieder aus unserem Team dahin gerannt und haben das Auto weggeschoben, weil die halt mitten auf der Straße stand. Das sind dann auch, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Hände, ich hätte auch sagen können, ich drücke da und auf einmal meldet sich ein Karpaltunnel-Syndrom und sagt, sorry, ich habe hier Handgelenk, ich kann dir nicht helfen. Schade. Also auch Hilfe zur Fremdhilfe. Genau, muss ich nicht immer das Erdbeben oder die Überflutung vorstellen? Das ist ja immer das,
nehmen wir mal, ja, man kann ja auch sagen, okay, die Wohnung brennt oder was auch immer. Muss ja nichts Schlimmes sein. Aber der Alltag, der hat halt auch ein paar Überraschungen parat, wie vielleicht eine Person, die hinfällt. Und dass man der dann hilft. Genau. Ja. Ein Selfie könnte er immer noch machen, aber helft der Person vorher. Ich würde gerne mal eine Frage von Instagram. Anni Polewski fragt nämlich, was sind denn heutzutage funktionelle Bewegungen? Das hast du ja gerade schon erwähnt. Ne? Mal über den Bach springen, mal sich hängen, irgendwo wegdrücken. Und diese Bewegungen, die baust du dir im Alltag ein? Hängen hast du schon gesagt? Hocken? Und unterbewusst. Mittlerweile habe ich mich selbst so konditioniert, dass ich es unterbewusst einfach mache. Klar, der Klassiker beim Zähneputzen ist dabei, für mich die Klassiker, eben das Handy nutzen und Mails zu checken oder auf Social Media zu sein. Ich versuche es immer irgendwie zu integrieren. Entweder, genau, Hocke auf dem Boden, Fersensitz ist so eine schöne Ergänzung für die Hocke, weil das Sprunggelenk eben komplett lang gemacht wird, komplett gestreckt wird. Springen bin ich ein großer Fan, was ich immer im Training oder in Kursen auch immer versuche umzusetzen. Überall ist Potenzial da, um sich natürlich zu bewegen. Wir haben nicht mehr die Bäche und überall und leider zu wenige Baumstämme liegen hier rum. Definitiv, also mittlerweile liegen viele Baumstämme im Wald, aber das hat leider andere Gründe. Aber in der Stadt gibt es immer noch kleine Dinge, sei es nur Bordsteinkanten oder kleine Mäuerchen oder kleine Geländerformen, wo man drüber springen kann, wo man drauf balancieren kann, wo man sich mal abstützen kann, wo man vielleicht mal, wenn man ein bisschen geübter ist, ein bisschen drüber krabbeln kann. Also es gibt überall Möglichkeiten, sich, wie du auch gerne benutzt, artgerecht, sich artgerecht zu bewegen. Also man muss es so ein bisschen spielerisch suchen, eine gewisse Scham ablegen, klar. Der erwachsene Mensch soll heutzutage nicht mehr auf Mauern rumspringen. Das sieht einfach gesellschaftlich nicht mehr gut aus. Dass es den Menschen aber auf allen Ebenen sehr gut tun könnte, das denken die meisten nicht dran. Also auch unterbewusst, wie gesagt, spielerisch. Ich laufe ungern einfach nur plan geradeaus. Dann laufe ich lieber 2 Kilometer die Bordsteinkante hoch und wieder runter. Das sind Dinge, um eben Komplexität in meine Bewegung reinzubringen. Kleine Challenges, du hast es eben gesagt schon, Rolltreppe, Treppe, auch wieder einer der Klassiker. Ich will dann eben nicht einfach nur moderat, beziehungsweise nicht moderat, sondern, das Gegenteil von komplex, sehr, sehr langweilig, monoton geradeaus zu gehen, die Treppe hoch, sondern mal schräg, um eben mal die Innenbänder, die Außenbänder vom Knie ein bisschen zu reizen, das Sprunggelenk zu reizen. Rückwärts die Treppe hochgehen. Braucht man vielleicht, wenn man mal umzieht und jemand die Waschmaschine umträgt. Einfach mal Dinge anders machen. Ne? Genau, rückwärts gehen. Allein rückwärts gehen ist für viele Menschen ja, oder rückwärts die Treppe auch mal runtergehen oder rückwärts die Treppe mal hochgehen. So kleine Challenges, die sind fürs Gehirn unfassbar komplex erstmal, aber der Körper wird daraus eben schlauer und kann sich eben besser verhalten im Ernstfall oder auch einfach im normalen Vorwärtsgehen wieder. Ich glaube, da gibt es ja auch einen mittlerweile wissenschaftlichen Zusammenhang. Rückwärts die Treppe runtergehen, macht das Vorwärtsgehen besser. Also einfach dieser komplexe Zusammenhang ist da sehr gegeben. Klar, manchmal muss ich mir gewisse Dinge auch wieder bewusst machen dann, dass ich halt sage, okay, ich habe jetzt lange nicht mehr gehangen. Ich möchte das mal die nächsten Tage wieder ein bisschen anziehen. Setze mir dann kleine Spiele, dass ich den Timer mal nebenher laufen lasse und sage, okay, ich konnte mal 2 Minuten hängen oder 2,5 Minuten, glaube ich, war mal so meine Zeit. So, vielleicht machst du es mal wieder auf 1:30, um mich mal wieder ein bisschen da hoch zu pushen. Also immer schauen, wie geht es dir heute? Was ist so dein heutiges Level? Und wo willst du auch gerne wieder hin? Also auch natürlich mit so ein bisschen sportlichem Aspekt, ja. Okay, ich würde gleich mal, eine Frage hast du schon beantwortet von Instagram, Lorenz_Fitness. Fragt mich, wie integrierst du Bewegung in deinem Alltag? Wie hast du dich am Anfang, weil du hast gesagt, das ist langsam das Unterbewusstsein, ne? Du hast diese Routinen etabliert. Wie hast du diese Routinen entwickelt? Routinen entwickeln erfordern eine gewisse harte Arbeit. Also manche adaptieren es auch wieder sehr schnell, manche machen das 3-mal und zack, am 4. Tag machen sie es unterbewusst. Gibt so Studien, glaube ich, 21 oder keine Ahnung. Ich würde jetzt Pi mal Daumen einen Monat sagen, 4 Wochen roundabout, ist es Arbeit und dann wird es langsam vom Körper aufgenommen. Das heißt, durch kleine To-Dos, kleine Erinnerungen im Handy, kleine Zettelchen eben an der Treppe, am Treppengeländer oder im Büro, irgendwo, wo man schon mal hinschaut,
die einen daran erinnern, mach doch mal das oder eine kleine Challenge sich selbst machen, 5 Minuten hocken à la Ido Portal oder Strong and Flex oder wer auch immer. Kleine Erinnerungen, kleine Trigger eingeben. Und natürlich gehört dann auch ein bisschen, striktes dran halten, also auch wieder ein bisschen, wie heißt es? Disziplin, eine gewisse Disziplin. Genau. Ich meine, 30 Tage aufs Leben betrachtet, das ist ein Furz. Es sind 30 Tage, aber auch Zähneputzen hat sich irgendwann scheinbar durchgesetzt. Sich ein T-Shirt linksrum anziehen statt rechtsrum oder was weiß ich, das früh die Bettdecke aufschütteln, das sind gewisse Sachen, da denken wir nicht drüber nach. Ja. Genauso ist es wie das, was du mit Bewegung. Schaffe dein Umfeld, wenn deine Klimmzugstange hängt, einfach mal reinhängen. Wenn nicht alles an Wäsche hat, was man hat, draufschmeißen, dann wird es wieder schwierig. Aber mal hängen oder hocken. Wie viele Stühle habt ihr in eurer Wohnung? Hier im Raum 4, drüben, eigentlich nur 4. Mhm. 4. 4, aber die wir eher als Ablage benutzen. Als Tisch dann quasi oder als Ablage. Damit könnt ihr übrigens eure Verwandtschaft und Freunde, Bekannte sehr gut aussieben. Also wie unsere Couch, das ist eine Palette mit einem weichen Stoff, die ist sehr niedrig, sprich du musst schon ziemlich weit nach unten mit dem Poppes. Als meine Großeltern das erste Mal ins Dachgeschoss gekommen sind, ohne Aufzug, das war schon eine Aufgabe für sich, die ist aber niedrig, die Couch. Wie soll ich denn da wieder hochkommen? Das ist auch so ein Wink mit einem Zaunfall. Also habt ihr vielleicht Verwandtschaft? Ich liebe meine Großeltern. Ne? Also wir haben 2 Stühle, falls die wiederkommen, dass sie sich hinsetzen können. Aber falls ihr Verwandtschaft habt, wo ihr wisst, ach, die jedes Jahr einmal zu besuchen, ach nö, und die sind nicht so beweglich, räumt die Stühle weg. Packt die Couch weg. Ich verspreche euch, die kommen dann nicht mehr so häufig wieder. Ja, richtig. Ja. Wir haben noch eine weitere Frage, und zwar von Nora Müller aus meiner Facebook-Gruppe. Sie fragt, wie plane ich sinnvoll Bewegungsvielfalt hinsichtlich Abwechslung, Steigerung und Ruhephasen? Weil ich kenne das auch, man ist dann ambitioniert, man hängt täglich und man hockt. Und am Anfang gibt es da schon wie so eine Art Muskelkater und eine Struktur, die sagt, wie dein Zeh, der mit 14 Kilometer sagt, das ist ein bisschen viel, so Provokation erfahren hat. Wie machst du das? Also wie steigerst du vielleicht dein Bewegungsrepertoire und wie gönnst du dir Ruhephasen? Ja. Ich würde das mit dem Aktivieren und Regenerieren würde ich schon ein bisschen auch an die, an die Tagesphase hängen. Das heißt, Routine morgens dient mir eher dazu, also meist mehr, mich ein bisschen ruhig, aber moderat zu aktivieren. Je nachdem, wie der Tag aussieht. Wenn ich morgens direkt einen Kurs habe, muss ich mich nicht noch hochballern, weil dann werde ich relativ früh sowieso schon wach. Aber morgens würde ich eher frische Bewegungen machen, kurze, vielleicht intensivere Bewegungen, je nachdem, was man für ein Typ ist. Und abends das Regenerieren finde ich ein ganz, ganz spannendes Ding. Also morgens stretche ich mich kaum, morgen mobilisiere ich mich aktiv, abends aber, um wieder mich so wirklich komplett lang zu machen, ruhig zu machen, kombiniere ich eher wirklich Dunkelheit, Kerzenlicht mit langen Atemzügen und eben langen Bewegungen auch. Also dann stretche ich mich, egal was die Mobility-Szene von Stretching hält. Ich liebe es, mich zu stretchen und dann mich lang zu machen, diesen Druck, der sich aufbaut im Gewebe, eben wieder auseinanderzuziehen. Und so würde ich das schon mal in einen Tageszyklus sozusagen reinsetzen. Manche Menschen, die total steif und überfordert sozusagen schon aufwachen, die müssen sich dann nicht noch aktivieren, die dann schon den ersten Termin haben um 8:30, die sollten dann vielleicht morgens auch eher die sanften, ruhigen Bewegungen machen. Und da würde ich mich komplett wirklich nach der Frage, die habe ich eben vorhin schon kurz erwähnt, das sollten, also jeder, der sich Bock hat, Routinen aufzubauen, sollte jede Routine immer mit der Frage beginnen, wie geht's dir? Also wie geht es mir heute? Was brauche ich heute? Brauche ich heute das Aktivierende oder brauche ich eher heute das Fokussierende und Ruhige und Klärende sozusagen? Also die Frage, die finde ich sehr, sehr spannend, um eben seine eigene Dosis wieder so ein bisschen zu definieren. Wenn ich weiß, okay, ich möchte mich steigern in allem, nehmen wir den Zeit erstmal. Nicht vielleicht 5 Minuten hocken, sondern auch mal einen Timer stellen, vielleicht auf eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde hocken oder Zusatzgewicht nehmen. Also ich habe nicht viel Gewicht, ich habe einen abgesägten Baumstamm da vorne liegen, den ich auch so als Tisch nehme oder manchmal auch als Trainingsgerät.
Der wiegt so, ich glaube, 20, 25 Kilo. Dann ein anderer, so ein Punching Ball, auch 20 Kilo, liegt irgendwo rum. Den schnappe ich mir schon mal und lege ihn mir auf die Schulter oder strecke ihn über Kopf, dass man dann einfach Zusatzgewicht nimmt und das Gleiche macht wie sonst, die gleichen Bewegungen auf dem Boden, nur eben wieder mit diesem Zusatzgewicht und man vielleicht ein bisschen sportlicher betrachtet, sondern von wegen, okay, jetzt 10 Minuten Countdown, 10 Minuten Stoppuhr und ich drehe mich jetzt 10 Minuten nur im Kreis oder stehe 10 Minuten auf und ab. Einfach so ganz, ganz simple Dinge und auch nicht immer diese zweistündige Einheit, sondern mal 10 Minuten. Aber vielleicht 10 Minuten mal mit geschlossenem Mund, mit nur durch die Nase zu atmen, dass man selbst, ja, sich selbst so ein bisschen challenged und sich selbst wieder vor neue Herausforderungen. Das ist, glaube ich, das Größte. Sich selbst, seinen Kopf mit all dem, was dazugehört und seinen Körper wieder neue Reize geben, egal ob durch den Faktor Zeit, durch auch Unebenheiten, sich das mal nicht draußen oder nicht mal hier drin auf dem weichen Teppich zu machen, sondern mal Bodenbewegungen eben auf dem rauen Asphalt zu machen. Auf dem Innenhof oder irgendwo mal im Park, nicht auf der weichen Wiese, sondern mal auf dem Kies. Und dann mal gucken, okay, wie muss ich mich bewegen, damit ich mir nicht wehtue. Also auch wieder neues geben. Also unser Gehirn, unser Körper mag halt an sich keine Monotonie. Ist ja dann auch immer dieses Setzen ist das neue Rauchen. Ja, da kommen ein paar kardiovaskuläre Themen zusammen, auch insulinresistent und Co. Aber unser Körper hat auch nicht für stehen gemacht. Also nur rumstehen ist jetzt auch nicht die Lösung. Wir sind Bewegungstiere. Also, wenn man das Tier jetzt betrachtet, wir sind für Bewegung optimiert. Use it or lose it. Ich will auch mal was Englisches sagen. Use it or lose it. Benutzt dein Körper für was er gemacht ist oder er degeneriert und passt sich entsprechend an. Und für Inaktivität kann er sich auch anpassen. Alles. Muskeln abbauen, Struktur. Genau in dem Punkt auch wieder, um da so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Es gibt ja in dem ganzen Bereich, in dem wir auch arbeiten, ja super viele Leute, die sehr, sehr gerne sehr extremistisch denken und auch sehr extremistisch reden. Und dann nimmt der Zuschauer, und da habe ich auch schon sehr viele kennengelernt, die nehmen das dementsprechend auf und denken, okay, jede Minute auf meinem Sofa oder so ist jetzt Gift und tut mir schlecht. Oder jede Schokocroissant vom Bäcker, was ich einmal im Monat esse, das ist Gift. Auch wieder dieser graue Bereich. Also wenn ich eins wirklich mittlerweile zu 100% umsetze, ist es, die Farbe Grau in diesem Bereich sehr zu mögen. Weil natürlich gibt es das Extreme in die eine Richtung, das Extreme in die andere Richtung. Aber ja, auch ein schlauer Satz, den ich von Pelle damals vom Vivo-Laden auch aufgenommen habe, nichts Extremes ist von Dauer. Auch wieder sicherlich ein Sprichwort von irgendjemand anders, aber nichts Extremes ist von Dauer. Und das ist wirklich etwas, was ich mittlerweile gelernt habe und selbst umsetze und auch immer gerne wieder anderen beibringe. Entspann dich. Also ne, nimm immer wieder eine goldene Mitte. Das wird dich viel weiterbringen, als wenn du sagst, okay, jede Sekunde auf dem Stuhl ist Gift. Ich darf nie wieder meine anderen Schuhe anziehen. Nein, aber Faktor Zeit ist eben das, wo der Körper sich eben dran anpasst und nicht an das Gift sozusagen, an das Extreme an sich, sondern immer in Kombination mit Zeit. Also wir können sehr, sehr viel wieder ja, adaptieren, lernen, aber wir können auch sehr viel ab, weil wir eben ein sehr flexibles System sind und auch wieder mehr ja, flexibler werden sollten, werden dürfen. Ja. Wir haben jetzt tatsächlich alle Fragen inzwischen beantwortet. Also Nora, Lorenz, Unterstrich Fitness und Anni Pulewski. Ich hoffe, ihr konntet aus den letzten Minuten was mit rausziehen. Natürlich auch aus den vorangegangenen. Wenn jetzt jemand sagt, du, ich möchte mich mehr bewegen. Und ich habe dich jetzt hier auf den Boden gelegt und alle Stühle rausgehauen. Die Wohnung ist leer. Und mir fällt nichts ein. Oder ich habe vielleicht wirklich ein Wehwehchen. Und sage, okay, ich komme jetzt hier runter und das Knie, oh, das knackt, das knirscht, das quietscht und links wollen wir gar nicht von sprechen. Wo kann ich dich denn finden und wo kann ich noch mehr von deiner Arbeit erfahren? Die man mit mir zusammenarbeitet auf jeden Fall, wenn das gerade nicht möglich ist. Wir sind mit der Barefoot Academy natürlich vertreten, auch online und Social Media mäßig. Da gibt es sowohl barfuß als auch eben auf meiner Bewegungslinie sehr viel.
Die können einfach mal Bear Movement googeln oder bei YouTube eingeben, meinen Namen eingeben. Ich habe ein kleines Video, was sehr viel schon verrät von meiner Bewegungsvorstellung. Und sonst sehr, sehr gerne mich einfach mal anschreiben. Also ich bin in der YouTube-Szene nicht, möchte, will auch, glaube ich, nicht hin. Aber klar gibt es mittlerweile und in Zukunft immer mehr kleine Clips, kleine Bilder, kleine Videos. Instagram ist eine sehr gute Plattform, eben um dieses Thema schön zu oder populär zu machen, um immer wieder Ideen, Inspirationen mitzugeben. Das ist ja auch wieder der größte Tipp. Also folgt, hab ich gestern noch einer Dame gegeben, die auch so ein bisschen überfordert war in dieser ganzen Barfußwelt und sie wusste nicht, okay, der eine sagt es so, der andere so, wem soll ich jetzt glauben? Und habe ich auch gesagt, ja, dann folg nicht 500 Leuten, von denen du was lernen willst, sondern nur 5. Also nimm auch mal wieder, ja, entspann dich mal wieder auf ein paar Informationen und nicht so viele. Und das ist wirklich ein ja, ganz großer Teil meiner Arbeit. Also wirklich auch wieder nicht das riesengroße Spektrum anzubieten, sondern die absoluten Basics, die der Mensch wieder braucht. Also das findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ne? Also ich habe da Ben seine Homepage verlinkt, Instagram, überall, wo ihr ihn findet. Schaut mal drunter, könnt ihr anklicken, nehmt gerne mit Ben Kontakt auf. Und auch vom Emanuel, die Barefoot Academy, ich weiß gar nicht, wann ich da die Ausbildung gemacht habe, da war er noch gar nicht umgezogen, da war er noch in seinem, hat er noch da drüber gewohnt, glaube ich. Ja. 2015, 14, weiß ich gar nicht mehr. Irgendwie so in dem Dreh muss das gewesen sein. Und auch Emanuel macht ja tollen Content um das Thema Barfüßigkeit. Überhaupt gesunde Füße. Die Evolution hat sich ja jetzt nicht geirrt, da unten. Hat sich ja in irgendeiner Form was bei gedacht. Okay. Ja. Ben, dann danke ich dir für die tollen Impulse. Währenddessen die Zuschauer, Zuhörer das gehört haben, haben sie wahrscheinlich ihre Wohnung ausgeräumt, bei eBay Kleinanzeigen die Möbel verschachert und das Geld in Minimalschuhe investiert. Gut. Ja. Ben, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Ja, danke. Und an die Zuschauer, Zuhörer, checkt bitte die Links unten ab, also die in der Kommentarfunktion. Wenn ihr Ben schreibt, ganz liebe Grüße von mir. Wenn ihr ihn mal besucht in Köln, drückt ihn von mir und dann hören wir uns, sehen wir uns bald wieder. Ciao, Ben. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution. Gesundheit ist für alle da. Weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram, und verlinke mich mit @functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gerne den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen? Dann schreibe gern an info@functional-basics.de mit dem Betreff Podcast und ich melde mich sehr gerne bei dir zurück. Du wünschst dir mehr Gesundheit, Lebensqualität und Performance im Beruf und Leben? Dann unterstütze ich dich als Coach sehr gerne. In den Shownotes findest du einen Link, wo du dein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir vereinbaren kannst. Du bist Unternehmer, möchtest mehr über die Gesundheit und Performance für deine Mitarbeiter erfahren oder organisierst Events? Als Speaker und Trainer gestalte ich für dich interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen kostenfreien Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, artgerechter Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Dein Carsten.